So, hier drüben geht's nicht weiter. Das Bild besteht aus vier Einzelteilen. Es scheint keine besonderen Merkmale zu haben. Es ist also kein Triptychon, sondern ein Quadruptychon. Ich habe keine Ahnung, gibt's dafür einen Namen? Okay. Die Dame hält etwas in der Hand. Ah, nächstes Egelamulett. Ja. Sehr gut. Okay, damit können wir dann oben mit Rebecca weitermachen. Eine Reihe teuer aussehender Kunstmaterialien. Schon allein ihr Anblick jagt ihnen Schauer über den Rücken. Die Kunstmaterialien. Alter, du klatscht Zombies links und rechts weg und dir jagen die Kunstmaterialien. Materialien? Moment. Ja, Kunstmaterialien. Die jagen dir Schauer über den Rücken? Du bist seltsam. Na gut, okay. Das wäre soweit erstmal geklärt hier unten. Und ich würde sagen, bevor wir gründen, wo hier irgendwo eine Seilbahn sein könnte, die kann ja eigentlich nur draußen sein, sollten wir vielleicht erstmal mit Rebecca weiter forschen. Ich werde auch, glaube ich, die Spule mal auf den Boden schmeißen. Ich weiß es nicht. Ach nee, komm, scheiß drauf. Wir behalten sie in der Hosentasche. Schon mal ein bisschen vorwärmen. Und werden einfach direkt mit Rebecca weitermachen. Ich muss sagen, ich weiß Billys Waffe ja sehr zu schätzen. Die ist einfach. Jetzt durch den Aufbau ist es, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, war es vorher auch schon so? So unfassbar schnell. Man kann mit der viel, viel schneller schießen als mit Rebeccas Knarre. Und das ist schon echt geil. So, das Amulett nach oben. Und dann muss ich auch mal schauen, wie es bei Rebecca mit Munition aussieht für die Pistole. Könnte mir gut vorstellen, dass ich ihr einfach Billys Pistole mit hochschicke. Ah, die hat noch 11 Schuss, das geht eigentlich. Gut, und ansonsten hat sie nichts mehr. Auch gut. So, her damit. Wunderbar. Das war doch gleich hier im Raum, oder? War das nicht hier drüben? Ja, genau. Eben hier. So, ich will mal kurz auf die Karte schauen. Es ist nur ein Raum schon wieder. Okay. Dann wenden wir das mal an und schauen, wo wir dahin gelangen. Das Schloss wurde geöffnet. Tritt ein. Bring Glück herein. Ich höre jemanden. Oh, hallo. Na, das war nix. Hast du es dann jetzt? Sehr gut. Okay, da hinten ist eine Gas. Ein Gasbehälter? Der hier unten, der ist doch garantiert auch noch am Leben, oder? Den meiden wir mal sehr großräumig, soweit es geht zumindest. Das ist hier offenbar das Leichenschauhaus, oder? Diese Behälter sehen aus, als würden Leichen darin aufbewahrt. Das hast du sehr gut erkannt. Ein seltsamer Geruch strömt aus ihnen. Lass bitte zu. Der Fuß einer Leiche guckt heraus. Der Rest ist bis zur Unkenntlichkeit verwest. Es ist ein entzückender Ort, an den wir uns hier begeben haben. So, noch jemand, der mit uns spielen will? Nein. Oh. Oh Gott. Danke. Danke. Oh, ihr seid so gut mit mir. Herzlichen Dank. Dass man sich über 30 Schuss Pistolenmunition so freuen kann. Eine Leiche in einem Plastiksack. Sie wurde wohl einfach schnell hineingestopft. Ich glaube, wir sollten uns nicht zu lange hier aufhalten, damit die halb verwesten Leichen anzuschauen. Desinfektionsmittel mitnehmen? Ja, bitte. Damit sollten wir dann jetzt vielleicht auch die Gaskammer öffnen können. Und da drin findet sich dann, schätze ich mal so, eine Zahlenscheibe. Weil das ist jetzt so das Einzige, was wir noch offen haben eigentlich.
Glaube ich zumindest. Diese Tür mit der Wählscheibe unten bei Billy, die sich nicht bedienen ließ, weil nichts drin steckte. Und da müssten wir ja dann Dr. Marcus Hinweise eigentlich benutzen. Also die 81 müsste es ja dann sein. Ich glaube, also ich habe bloß zwei Zahlen da so rausgelesen eigentlich. Der steht jetzt garantiert auf, wenn ich das Gas hier rauslasse. Naja, was soll's. Machen wir es einfach mal. Los geht's. Noch einer. Oh, der sieht aber gut aus. Okay. Und du hier so? Du bleibst, wo du bist? In Ordnung. Dann wollen wir mal da reingehen. Das ist sogar ein extra Raum. Wahnsinn. Oh, komm schon. Das ist ja gemein. Oh, wirklich? Das ist fies. Jetzt ist offen hier, ihr Schweinehunde. Oh, seid ihr bösartig. Ihr seid so bösartig. Jetzt ist hier offen. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich auch einen Schritt zurück gemacht. Oh, ist das kritisch. Gut, wir haben ja noch drüben das erste Hilfespray liegen. Alles in Ordnung. Du hast immer noch nicht genug? Jetzt aber, oder? Zuck. Ja, er zuckt. Gut. Dann spazieren wir ein bisschen mit kritischem Gesundheitszustand durch die Gegend. Kein Problem. Wir können es uns leisten. Was haben wir denn da? Zuchtraumschlüssel. Ach, das ist hier oben. Stimmt, wir haben hier oben noch eine Tür. Okay, dann werden wir mal ganz kurz drüben vorbeigehen beim Erste-Hilfe-Spray und uns wieder ein bisschen gesünder machen, als wir es momentan sind. Und dann schauen wir mal in diese Tür hier hinein. Ich schätze mal, also eine von den beiden Türen, ich weiß nicht welche, aber eine von den beiden muss es ja sein. So. Hier sieht es jetzt auch entzückend gemütlich aus mit dem roten Licht. Ja, du musst natürlich... Ach komm, können wir gleich verwenden. Sehr gut. Machen wir das so. Okay, dann geht's direkt weiter. Was habe ich denn alles an Zeug dabei jetzt? Ach so, durch die Munition jetzt wieder. Ja, klar. Moment, ich schaue mir mal kurz den Schlüssel an. Der sieht sehr merkwürdig aus, muss ich mal so sagen. Hier hinten was drauf. Ein Schlüssel mit dem Gesicht eines abscheulichen Monsters. Ne, da hinten ist nichts drauf. Ja, tatsächlich entzückend. Der Mann hat einen sehr interessanten Geschmack, was Kunst angeht. So. Diese Tür? Ja. Sie haben den Zuchtraumschlüssel benutzt. Weg damit. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Hatte ich die andere... Ach ja, die andere war ja die gewesen, ja. Okay. Letzter Raum für Rebecca. Und darin müsste ja dann jetzt aber wirklich die Zahlenscheibe für Billy sein. Stille. Ich vermute, dass hier irgendjemand sein wird. Oder irgendetwas, sagen wir es mal so. Ein Haufen kaputter Käfige. Sie sehen alle aus, als seien sie von innen aufgebrochen worden. Oh ja. Ach, das ist der Raum, aus dem die Affen gekommen sind, oder? Ich glaube, von hier sind die Affen gekommen. Ja! Oh shit! Das ist ein Hunter! Das sind zwei Hunter! Alter! Oh nein! Scheiße! Na, herzlichen Glückwunsch! Oh Gott. Na, das kann ja was werden. Kommt schon. Haltet ihr schon immer so wenig aus? Achso, der lebt noch. Schön.
Besser als Moorhühner, weil ich ihn aus der Luft geschossen habe. Sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir. Okay, das lief besser als gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass die so wenig aushalten. Denn die Schrotflinte hat jetzt nicht so den Wumms. Gut. Oh, gut. Ehrlich gesagt ist mir das bald lieber als Affen. Ich weiß auch nicht. Bericht über bioorganische Waffen. Die bisherige Forschung zeigt, dass bei Verabreichung des Progenitor-Virus an lebende Organismen drastische Zelländerungen einen Systemzusammenbruch verursachen. Es wurde keine erfolgreiche Methode zur Steuerung der Organismen bei ihrem Einsatz als Waffen gefunden. Eine bessere Koordinierung auf Zellebene ist unerlässlich für weiteres Wachstum. Ich habe einige Experimente durchgeführt, um eine Lösung zu finden. Hier ist mein Bericht. Insekten. Da diese uralten Tiere seit Jahrtausenden genetisch stabil sind, zeigten sie nach Verabreichung des Progenitor-Virus nur explosives Wachstum und erhöhte Aggressivität. Sie eignen sich wohl nicht als bioorganische Waffen. Amphibien. Bei einem Frosch führte das Virus zu verbesserter Sprungkraft und anormalem Zungenwachstum. Keine Veränderungen in Bezug auf Intelligenz. Krankhafter Heißhunger ließ das Testobjekt willkürlich alle beweglichen Objekte angreifen. Nur begrenzt als bioorganische Waffe geeignet. Säugetiere. Gekreuzt mit Zellen-DNA von Affen führte das Virus zu erhöhter Fruchtbarkeit. Echt? Die erzeugten Jungen sind sehr aggressiv und weisen höhere Intelligenz auf. Eine Nebenwirkung? Verlust der Sehkraft. Dies wird aber durch ein besseres Gehör ausgeglichen. Auch sie eignen sich leider nicht als Waffen. Fortschritte sind scheinbar nur möglich, wenn Menschen als Basis benutzt werden. Okay. BOW-Bericht. Gut. Also, naja, gut ist was anderes wahrscheinlich. So gut ist das nicht, was die hier gemacht haben. Aber in Ordnung. Dann akzeptieren wir das mal so. Und das ist die Zahlenscheibe, die ich ja auch vermutet habe. Damit können wir uns von hier verziehen und die beiden Freunde hinter uns lassen. Siecht noch ein bisschen in eurem Blut herum. Wir verziehen uns von hier. Hier will ich nicht länger sein. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg nach unten. Gut. Rüber zum Aufzug. Und dann ist Billy wieder dran. Ja, runter zur Bibliothek mit dem Ding. Zahlenscheibe rein. Aufzug zu. Und ab die Luzi. Ich könnte vielleicht auch die Pistolenmuni runterschicken, oder? Wie sieht denn das aus? Wie viel hatte ich denn jetzt noch? Ah, es sind bloß noch 8 Schuss, ne? Ich meine, 8 Schuss sind besser als nichts. Muss man auch mal sagen. Ja, die nehmen wir dann mal an uns, die Zahlenscheibe. Wie sah es denn jetzt platztechnisch aus bei ihm? Also wenn er noch eins frei hat, dann gebe ich ihm die Muni, glaube ich. Ne, er hat keins mehr frei. Achso. Ja, wir können ja die Spule auf den Boden schmeißen. Ja, dann machen wir das mal so. Nur für den Fall, dass nochmal Zombies kommen, wisst ihr? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Gefummel hier mit dem Aufzug immer, aber ich will ja auch weiterkommen. Da muss ich halt alles nutzen, was ich finden kann. Auf nach unten. Her damit. Und dann kann es losgehen. Schon. Wahnsinn. Wobei, bevor wir losgehen, werde ich dann auch das letzte Farbband nochmal benutzen, um zu speichern. Ach, ich habe natürlich keinen Platz mehr. Um zu speichern. Denn ich würde jetzt ungern verrecken, ehrlich gesagt, und dann das nochmal machen müssen. Also, ungern verrecken würde ich sowieso. Aber ich würde halt ungern nochmal alles spielen müssen dann. Deswegen nochmal schnell gespeichert. Speicherung Nummer 16.